Auch wenn der Umgang miteinander freundschaftlich und kollegial ist, ein gewisses Maß an Spannung liegt in der Luft. 7. Wettkampftag in der Bundesliga der Gewichtheber Staffel B. Der SSV Samswegen hat das Athletenteam Vogtland zu Gast und bis jetzt ist der Mannschaftsleiter aus dem stärksten Dorf der Welt mit der bisherigen Saison nicht so ganz zufrieden. Staffel B sind wir an 3. Stelle derzeit. Das ist derzeit noch unter unserem Saisonziel. Wir haben uns Platz 2 oder 1 als Saisonziel gesetzt und davon sind wir jetzt leider noch entfernt. Woran liegt das und habt ihr noch Chancen, es zu erreichen? Wir haben noch eine Minimalchance, das Ganze zu erreichen. Tabellenplatz 2 allerdings bloß. Tabellenplatz 1 ist vergeben, derzeit schon an Berlin, so gut, wie man das sagen kann. Und wir versuchen jetzt noch den Tabellenplatz 2 anzugreifen am heutigen Wettkampftag. Auch die Gäste wissen, wo sie stehen und wie sie den Wettkampf zu bewerten haben. Ja, Samswegen ist ja auch der Favorit hier in dieser Begegnung, ne? Wir haben unsere Saisonziele zum Glück schon in den ersten Wettkämpfen erreicht. Für uns hat nur gezählt der Klassener halt. Wie sind Sie aufgestellt? Ich habe gesehen, auch Ihre Mannschaft hat polnische Wettkämpfer in der Riege. Ja, wir sind mit der ersten Mannschaft hier angereist. Ja, wir haben einen Verletzten, aber der ist mehr im Mittelmaß, also von den Schwächeren. Aber unsere guten Leute sind heute alle da. Und wenn es bei den Samswegern um die Wurst geht, dann ist auch der Präsident des Landesverbandes für Gewichtheben nicht weit und auch der ist voller Optimismus. Ja, ich sehe die Chancen heute positiv. Unser Gegner ist nun nicht derjenige, der uns von der Papierform her bezwingen könnte. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir heute die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Gewichtheben in der ersten Bundesliga hat neben den hervorragenden sportlichen Leistungen auch immer etwas mit Show zu tun. Und die Samswegen bieten sich und ihren Gästen eine lautstarke Kulisse. Durch die guten Kontakte ins Nachbarland Polen ist es wieder gelungen, 2 hervorragende Heber für Samswegen zu verpflichten. Hier Damian Wischniewski mit 125 Kilo im ersten Versuch und die beiden Athleten werden dieses Mal von ihrem polnischen Trainer begleitet. Przyjeżdżamy, to mają takie fajne starty. Meine beiden Heber bereiten sich zurzeit intensiv auf die Europameisterschaft vor. Und solche Wettkämpfe in der ersten Bundesliga in Deutschland sind dabei nützlich, denn sie bringen die notwendige Wettkampferfahrung mit sich. In der Halle in Samswegen herrscht gute Stimmung, denn im Lauf des Abends wird immer deutlicher, dass es einen Sieg mit einer sehr guten Punktzahl geben wird. Allein Damian Wischniewski trägt 166 Punkte bei und der zweite Pole Lukasz Grela liefert 155 Punkte zum Gesamtsieg mit 814,2 für Samswegen. Damit ist der Weg zu Tabellenplatz 2 frei und schon in 3 Wochen können die Männer aus dem stärksten Dorf der Welt das gegen den Chemnitzer AC beweisen. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Eben ist gut.